Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Eduard the Lonely Man. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Sind wir wieder am Schlüssel? Ich kann euch nicht sagen, welcher Wochentag es ist. Ich glaube, es ist Freitag, weil wir hier in der Vorproduktion sind. Ne? Wie gesagt, ihr wisst ja, wir hatten Sonntag, ne? Ist jetzt schon ein bisschen her, Crew-Treffen und da konnten wir nicht aufnehmen. Deswegen haben wir das Ganze vorproduziert. Aber ich muss sagen, in der letzten Folge, ne? Also sehr, sehr schöne Vorstellung. Vom LU mit den Horschmaschinen. Ja, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare bei den ganzen. Ihr habt natürlich auch gesehen, ich habe das zwischendurch wieder gecuttet, ne? Weil wenn man da einmal so im Flow ist, finde ich, kann man das auch so beibehalten. Ne? Deswegen wird sowas immer mal mit stattfinden. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ne? Bin da natürlich auch gern auf eure Meinung gespannt. Ne? Und ja, an die Neuen, die dazukommen, meine Lieben, oder auch an alle. Ne? Wenn ihr nichts verpassen wollt, ne? Gerne ein Abo da lassen, das Ganze ist kostenlos, die Glocke auf aktiv, ja, so seid ihr halt immer auf dem Laufenden, was so Neues kommt, ne, in Sachen RP, Let's Plays, etc. pp. Ja, so, und ja, heute viel Spaß mit der Folge. Ach, meine Fresse. Eure ganzen Informationen erstmal sacken lassen, also die Horschmaschinen, also ganz ehrlich, das ist ja Wahnsinn. Aber die 24 Meter, das ist ja übelste Sorte. Gut, ich muss aber jetzt erstmal kurz den Volker anrufen hier. Ja? Volker? Ja? Hier ist der Eduard, grüß dich. Wie läuft's denn draußen? Was macht denn der Striegel? Funktioniert das Ding? Na, ich habe jetzt erstmal noch die Göweil weggebracht. Ja, oder? Ja. Und die große habe ich auch noch hinten dran, die bringe ich auch gerade noch weg. Ja. Ja, jetzt. Dann wollte ich eigentlich wieder hoch und mal gucken, wie weit der Ellmann oben bei, ist. Ja, ja. Und dann mal anfangen, so langsam. Okay. Ja, gut, nee, ist vollkommen in Ordnung. Pass auf, wir machen so, weil ich komme jetzt gerade von LU wieder. Ne? Ich fahre noch mal fix hier beim Lädli hin, ne? Und. Wollt ein paar Bockwürste holen. Passt das so? Ist das so okay oder ja, brauchen wir was anderes? Gut, mach nur. Okay. Gut. Volker, ich muss meine, also ganz ehrlich, ne, herzlichen Dank für die Hingabe auch bei deiner Arbeit. Ne. Es tut mir auch immer leid, dass ich was anfange und dann meistens wieder los muss, ne, aber es tut mir, also ich kann es ja nicht ändern. Ne. Bringt uns ja auch alles bitte gut. Voran. Ne. Das ist auf jeden Fall. Und mit dem Ellmann, das klappt alles. Bis jetzt ja. Ja. Naja, pass auf, beim Ellmann ist ja so, ne, wir haben uns ja ein bisschen ausgesprochen und alles und wir werden das so machen, dass wir quasi, also der Ellmann, der wird so ein bisschen auf Minijob quasi bei uns mitarbeiten, weißt du? Mhm. Also wird das jetzt schon ein bisschen, ja, regelmäßiger werden, wo er mit bei uns ist, ne? Okay. Deswegen bloß, dass du da mal Bescheid weißt. Und gut, ja, pass auf, ich weiß Bescheid, ich gucke erstmal beim Lidli rein, ne, und bring ein paar Bockwürste mit, ne? Alles klar. Und ja, bis denn, Dann, tschüss. Ciao. Ach, gut, dann wollen wir uns gleich mal hier herstellen. Auf Bockplatz, wunderbar. Ja. Okay. Die hatten ja, warte mal, die Wahl war das nicht. Schon wieder neue Werbung dran oder was? Tatsache, warte mal. Fresh and Fast. Was ist denn? Was ist das neumodische Gelübde schon wieder? Fresh and Fast. Mensch, Kinder, können Sie nicht schreiben? Frisch und schnell. Nee, alles auf das komischen Englisch-Gedöns hier. Na gut, okay, gut. So, holen wir uns mal die Bockwürste. Und da auch. Ja. Ja, was ist denn jetzt? Ach gut, Bockwürste nehmen wir jetzt. Ja, hallo. Guten Tag, Herr Oberbillig. Hier ist der Herr Müller. Herr Müller. Guten Tag. Herr Oberbillig, wie geht es Ihnen? Ja, ganz gut. Bockwürste sind verstaut. Ja, gut, relativ. Ein bisschen viel zu tun halt wieder, ja. Aber nee, geht gut. Warum? Wie geht's Ihnen? Ja, auch gut. Also, es gibt so einiges, was ich mal mit Ihnen bereden wollen würde. Hätten Sie denn Zeit? Ich würde Sie gerne mal zum Gemeindehaus bitten. Es gibt so einiges, die ich mal erklären müsste oder mal bereden müsste mit Ihnen. Ja, jetzt sofort oder was? Also Sie sind sehr herzlich willkommen jetzt. Alles klar. Okay, ich verstehe. Ja gut, pass auf, ich bin sowieso gerade in der Nähe. Ja, ich komme mal in die Gemeinde gefahren.
Ich bin auf jeden Fall vor der Tür, ich genieße gerade noch das Wetter und dann gehen wir zusammen ins Gebäude hoch in einen Raum und dann machen wir uns mal gemütlich. Okay, ja, ich warte auf Sie. Ja, bis gleich. Auf Wiederhören. Wer ist denn? Okay, mir läuft gerade ein eiskalter Schauer den Rücken runter. Ja, es schreit, sprechen wir gerade alles über den Stehplatz. Okay, müssen wir mal gucken, was der Müller von uns will. Das ist ja halt. Der ist, ja, gut, müssen wir gucken. Weil der jetzt. Ja, gut, Eduard, lass einfach auf dich drauf zukommen. Wird schon nichts Schlimmes sein, wenn der Bürgermeister mit dir reden will. Das ist alles. Alles in Ordnung, ne? Das wird schon sein. Gut, fahren wir mal. Ja, warte, hier ist jetzt die komische Ladestation. Gut, warte, packen wir jetzt am besten hier hin. So. Was das schön. Boah, so. Ah, so. So, ach, da ist er. Herr Müller! Herr Müller! Herr Müller! Oh, der Oberbürgerlich. Ja, ich hatte doch gerade noch die Kopfhörer drin. Ach so. Ich pack das mal gerade weg. Ja. Ach, schöne Lieder heutzutage, die rauskommen. Der Oberbillig. Ja. Sind Sie ja. Der Oberbillig. Ich würde Sie ganz herzlich mal dazu einladen, zu einem kleinen Gespräch oben. Sie brauchen keine Angst haben und gar nichts. Ich wollte nur mal kurz was mit Ihnen bereden wollen. Okay, ja, na klar, ja, bin da, Herr Müller. Können wir ja, machen. Jo, dann ja nicht mal vor und dann folgen Sie mir einfach. Aber so, hier bei der Treppe, da müssen Sie mal luren, ob Sie da durchkommen. Ja, aber geht, normalerweise geht. Müsste das passen. Hätte da hin noch singen, schlappen, hier stand. Junge, ja. Junge. Ja, stimmt, da steht da noch was rum, du Mensch. Ach, noch eins. So. Ja, gut, ich komme. Ja. Schieben, Herr Müller. Moment, so. Ja, geht, gut. So. Herr Oberbille, kommen Sie mal hier. Ja. In unser kleines Räumchen rein. Ja. Die Türe kannst du auflassen, weil hier könnte keiner rein. Okay. Das ist gut. Herr Oberbillig, nehmen Sie ruhig Platz hier. Ja, danke. Setz mich mal. Ne? So, ich bleibe lieber stehen, weil ich saß heute viel. Auf dem Boden. Oder gut, dann machen wir es so. Herr Oberbillig, möchten Sie einen Kaffee? Nee, tatsächlich nicht. Alles in Ordnung. Okay. Danke. Gut. Alles klar. Ich nehme es auch keine. Herr Oberbillig, und zwar, warum ich Sie hergebeten habe. Es gibt so gewisse Dinge, die ich mal mit Ihnen bereden wollen würde und Sie informieren wollen würde. Und zwar sind das unter anderem zwei Sachen. Zum einen sind es gewisse Dinge, die sich in Zukunft hier in der Gemeinde ändern würden oder werden. Ja. Und zwar sieht es so aus. Ist Ihnen denn bisher irgendetwas verkehrstechnisch hier im Landeskreis aufgefallen? Ich habe den ja Schmidt Ewigkeit nicht rumfahren sehen, ja. Also, und das da ist haben sie direkt schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Der Herr Schmidt. Ist ihm was passiert oder was? Nein, nicht. Nein. Dem Herr Schmidt ist nichts passiert. Hören Sie mal zu. Und zwar wollte ich Ihnen mal klaren Wein einschenken. Und zwar... sieht es so aus, dass der Schmidt offiziell zu einem Großeinsatz in seiner alten Heimat gerufen wurde. Und zwar geht es da um eine alte Tat, die schon verjährt erschien, wurde wieder durch einen neu zufällig entdeckte Beweise zum Rollen gebracht. Aha. In vielen Fällen war Herr Schmidt involviert und es gibt noch viel zu klären. Und okay. Daher wurde er gebeten, so schnell es geht in sein Herkunfts- oder Heimatdorf zurückzukehren. Wie und was dort vorgefallen ist, liegt nicht in meinem aktuellen Kenntnisstand und bedarf auch keiner weiteren Details und sonstigen Fragen. Alles klar, euer Herrn, Herr Müller. Und das führt mich zu Folgendes. Und zwar, wie Sie hier sehen, habe ich ein Schreiben bekommen heute per Post. Ja. Und ich darf es einfach mal vorlesen. Ich wusste erst ja nicht, wie ich darauf reagieren soll. Aber ich kann sie einfach mal vorlesen, weil es ist ziemlich klein gedruckt, ne? Weil ich habe ja gehört, sie
Ja, mit der Sehstärke. Lesen ist etwas schwierig. Ja, mit der Sehstärke hapert es ein bisschen, ja, Entschuldigung. Ja, ist kein Problem. Ich lese Ihnen das mal vor. Und zwar: Gegenstand, Mitteilung über Beförderung. Es ist uns eine große Freude, Ihnen mitzuteilen, dass Sie zur herausfordernden und anspruchsvollen Position des Polizeirates befördert wurden. Diese Beförderung ist eine Anerkennung der Judenarbeit, die Sie für unsere Gemeinde geleistet haben. Wir sind sehr zuversichtlich, dass Sie die neuen Verantwortungen, die diese Position begleiten, mit der gleichen Begeisterung und dem, ja, mit demselben Mut und Überzeugung übernehmen werden, wie Sie es getan haben, seit Sie der Polizei und der Gemeinde beigetreten sind und tätig sind. Frau Hoffmann wird Ihnen Ihren geänderten Arbeitsvertrag übergeben, der diese Änderung widerspiegelt. Frau Hoffmann ist die Sekretärin aus dem Landeskreis, nur so als Info. Ja, ja, ja. Okay. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Beförderung. Mit freundlichen Grüßen, Bernhard Fleischhauer, Polizeipräsident. Und das habe ich heute in der Post gehabt. Okay, Herr Müller, also Herr Müller, ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll, aber also ja, ja, danke Ihnen, aber ich habe doch noch gar keinen Arbeitsvertrag unterschrieben. Das gilt doch nicht für Sie, Herr Oberpillig. Ach nicht? Das habe ich in der Post gehabt, oder haben Sie das in der Post gehabt? Nee. Und da war auch noch ein Anhang bei. Ja. Sehen Sie die Büroklammer da oben? Ja, ja, da ist noch ein Zettel bei und da steht Anhang. Es wurde viele Entscheidungen getroffen und maßgeblich jede Lücke genutzt, um ordnungswidrige Täter in Gewahrsam zu nehmen und die Ordnung in der Gemeinderate sicherzustellen. Des Weiteren gilt hiermit ein großer Dank an unseren Polizeidirektor Herr Schmidt, da diese Position in Bravo ausgeübt wird und wurde mit großem Dank entgegengebracht wird und wurde, tritt die vorherige Beförderung des Herr E. Müller mit sofortiger Wirkung in Kraft. Bei und in Abwesenheit des Polizeidirektors Schmidt obliegt die Leitung der Polizeiwache und der Gemeinde in voller Verantwortung von Herr E. Müller. Darf ich mich kurz vorstellen? Ja. Herr Müller, Polizeirat der Gemeinderate. Guten Tag. Guten Tag. So, haben wir das mal geklärt. Nur, dass Sie da Bescheid wissen, wie jetzt in Zukunft der Hase läuft. Weil, Sie haben jetzt gemeindemäßig und gesetzmäßig quasi den Hut auf. Ganz genau. Ich werde in Vertretung und auch in Abwesenheit des Herrn Schmidt hier die Leitung übernehmen. Wenn irgendetwas sein sollte, dann müssen Sie mich in Zukunft kontaktieren und ich werde versuchen, dies zu übernehmen, anzunehmen und auch den Geschehnissen auf den Grund zu gehen. Okay. Was mich natürlich zu einer weiteren Information bringt. Ja. Ich weiß nicht, wir können da zwar hinfahren, aber das ist meines Erachtens nicht nötig. Wir können das doch hier machen. Und zwar folgendes, zum Feld oder eher gesagt zu der Zeltnummerierung, Feldnummerierung 6. Ja, wir haben ein Flugstück draußen, genau. Ganz genau. Ich bin da was auf der Spur. Jetzt. Die Chancen stehen aber 50-50. Warum? Entweder handelt es sich um eine Sage, die niemals einer aus irgendwelchen Gründen und aus historischer Sicht begründen kann, was, weiß ich auch nicht. Oder wir haben einen dicken Fisch an der Angel, so ein richtig dicke Brocken. Okay. Ich weiß nicht, es gibt zwei Spekulationen. Spekulatius mag ich, ja. Spekulationen, nicht Spekulatius. Ach so, Entschuldigung. Und denken Sie eigentlich immer nur an Essen oder was? Tut mir leid, ich hab den Bock verstanden. Ja, Entschuldigung, aber ich wollte nicht nochmal vorkommen. So. Ja. Entweder haben wir hier aus historischen, archäologischen Dingen zu tun. Aus der Eiszeit vermute ich mal, von mehr als 100.000 Jahren, 10.000 Jahren bis 21.000 Jahre. Ja. Oder? Es ist dort aus historischen Zeiten irgendetwas verraten.
Schätze in einem hohen Wert. Oder es ist ein altverjährtes, eine altverjährte Ruhestätte, die vergangene Zeit, den letzten 30, 40 Jahren, durch ein Feld, durch die Landwirtschaft getarnt wurde. Ich bin dem auf dem Grunde, Herr Allmann, den habe ich ja beauftragt, er sollte die Maschinen hinbringen und er soll mal anfangen zu backen. Ich muss eine Rücksprache mit dem nehmen, wenn der anfängt zu backen und er gibt den großen Knall, dann hat er die Gasleitung getroffen. Aber ja, nee, das war ein kleiner Scherz am Rande. Daneben dem Feld, unter dem Feldweg, da liegen auch noch ein paar Rohre. Das weiß ich. Das habe ich ortskundig in Erfahrung bringen können. Okay. Aber wie gesagt, wir werden da auf jeden Fall dranbleiben. Und wer weiß, wenn es irgendwas sein sollte, was auch Sie betrifft, ja, was ich nicht denke. Haben Sie bisher irgendeinen Anruf wieder bekommen? Tatsächlich nein. Also derzeit ist es relativ ruhig. Gut. Und eins kann ich Ihnen sagen, Herr Oberbillig. Ja. Wenn Ihnen dies noch nicht reicht, um Ihren erdringlichen Wissensdurst innerlich zu stillen, ja, leg ich noch einen drauf. Aha. Fragen Sie nicht zufällig, warum nur der Herr Schmidt alleine weg musste.